Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Palästinenser aus dem Gazastreifen haben an nur einem Tag 174 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Es waren die schwersten Angriffe seit 4 Jahren. Über 100 Geschosse schlugen auf freiem Feld ein, etwa 30 wurden vom Abwehrsystem Eiserne Kuppel unschädlich gemacht. Andere explodierten jedoch in Wohngebieten. In der Kleinstadt Sderot wurden 3 Israelis verletzt, als eine Rakete in das Dach ihres Wohnhauses einschlug. Außerdem wurde eine Synagoge getroffen, in der sich glücklicherweise gerade niemand aufhielt. Als Reaktion auf die Spannung am Gazastreifen hat die israelische Armee zusätzliche Abwehrraketen in Stellung gebracht. Diese neuen Batterien der Eisernen Kuppel stehen in Südisrael und im Großraum Tel Aviv. Sie können nicht nur Raketen, sondern auch anfliegende Mörsergranaten vernichten. Um sie zu bedienen, hat das Militär Reservisten von Luftabwehreinheiten einberufen. Neben Raketen haben Palästinenser wieder Dutzende Feuerdrachen über die Grenze nach Israel geschickt. Bis heute wurden dadurch knapp 30.000 Quadratkilometer Land niedergebrannt. Feuerdrachen entfachen am Tag durchschnittlich 11 Brände, erklärte das israelische Militär. Feuerwehren entlang der Grenze sind im Dauereinsatz, um die Feuer zu löschen. Die Brände zerstörten auch Gewächshäuser, Hühnerställe, landwirtschaftliche Geräte und Wasserreservoirs. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in seiner wöchentlichen Kabinettssitzung erklärt, Israel werde keine Raketen oder Feuerdrachen aus Gaza mehr akzeptieren. Die Hamas werde einen hohen Preis bezahlen müssen, sollte sie damit fortfahren, warnte Netanyahu. Die israelische Armee hat auf den jüngsten Raketenbeschuss mit Luftangriffen reagiert. 2 palästinensische Teenager kamen dadurch ums Leben. Unter anderem wurde ein 5-stöckiges Gebäude im Gazastreifen völlig zerstört, das der radikal-islamischen Hamas als Trainingseinrichtung diente und Zugang zu einem umfangreichen unterirdischen Tunnelnetzwerk bot. Außerdem bombardierten israelische Kampfflugzeuge das Hauptquartier eines Hamas-Bataillons. Dort wurden laut Armee Waffen hergestellt und Munition gelagert. Die israelische Flagge soll auf den Mond gebracht werden. Das hat der Geschäftsführer des Technologieprojekts SpaceIL bekannt gegeben. Am 13. Februar 2019 soll erstmals eine unbemannte Raumsonde des jüdischen Staates auf dem Erdtrabanten landen. Israel wäre damit nach Russland, den USA und China der 4. Staat der Erde, der es schafft, ein Objekt weich auf der Mondoberfläche aufzusetzen. Das Raumfahrzeug besitzt 4 Carbon-Fiberglasbeine. Die Sonde wird Mitte Dezember in den USA starten. Trägerrakete wird eine SpaceX Falcon-Rakete sein. Die Reise zum Mond auf einer speziellen elliptischen Bahn wird rund 2 Monate dauern. Die 7-jährige Israelin Liel Levitan hat die diesjährige Schul-Schach-Europameisterschaft in der Altersklasse U7 gewonnen. Die Schachmeisterschaften werden in 6 Alterskategorien ausgetragen und fanden in diesem Jahr im polnischen Krakau statt. Mehr als 300 Kinder und Jugendliche nahmen teil. Die israelische Zweitklässlerin gewann nach 7 Spielen mit 6 Punkten. Auch 2 ihrer Geschwister nahmen an dem Schachwettbewerb teil. Liel Levitan gewann freie Kost und Logis bei den Weltmeisterschaften in Tunesien im kommenden Jahr. Wir kommen zum Wetter. Es bleibt weiterhin trocken und heiß. In Jerusalem klettert das Thermometer auf bis zu 37 Grad. Etwas angenehmer ist es in der Mittelmeermetropole Tel Aviv. Dort liegen die Temperaturen knapp unter 30 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle Meldungen finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!